Und hallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu The Überwiss. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ach, wir können da wieder zurück, weil es ein Spiel ist. Ach, cool. Okay. Oh, da ist wieder Wasser. Ich frage mich, was passiert, wenn wir da reinfliegen? Ach, wir können gar nicht runterfallen. Schade. Eine unsichtbare Wand hält uns auf, da reinzugehen. Und mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge etwas zu sehr geschrien hatte, kann man fast sagen. Naja, mal gucken. Was? Oh Mann. Was? So in der Kack. Ey, da kommen immer mehr, immer mehr. Hä? Wo ist er? Junge, Alter. Ey, das ist schon beachtlich schwer. Hä? 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 Ich glaube.
Das Ding geht ja sofort wieder zu. Naja, wie auch immer. Das müssen wir wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber das Spiel wird auf jeden Fall jetzt schwerer, dadurch, dass die Zombies jetzt endgültig Waffen haben und auf uns schießen. Und ich glaube, dass das Level an sich auch verbuggt ist. Weil das ist zwar nicht gerade normal gewesen. Oder? Nein. Auf jeden Fall nicht. Aber wenn das normal ist, dass da die Zombies jetzt hier alle... Ich meine das gerade mit dem Garagentor. Wisst ihr, was ich meine? Das war ja das Kuriose. Kann keiner erzählen, dass das normal war. Daran glaube ich nicht. Moment, ich habe was gesehen. Hä? Oh, was für ein Käse. Oh oh. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Mann, das nervt. Boah.
Oh! Ah, wie kriegen wir den denn jetzt? Okay. Also, ich finde das ein bisschen ein ganz komisches Level. Aber das ist ja auch das, was ich schon sagte, dass The Evil Within Sachen beinhaltet. Womit man teilweise gar nicht gerechnet hat. Ach, wir hätten ja auch Granaten, seht, da hätte ich auch Granaten schmeißen können. Ja, toll, ey. Oh, Mann. Und da das so... so viel anders ist manchmal... macht das dieses Level hier keinen Spaß. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der größte Blödsinn. Naja. Wir müssen mal wieder den hier nehmen. Munition alle. Naja. Also ganz ehrlich, Leute, Spaß ist was ganz anderes. Das war jetzt eher eine Mission.
Eine Mission, die eher nicht so berauschend war. Hä? Komme ich da nicht wieder hoch? Wieso komme ich da nicht wieder hoch? Ja, habt ihr ja gesehen, da konnte man einen Weg lang gehen. Hätte man mit Sicherheit einen Schlüssel gefunden. Naja, egal. Naja, genug rumgeblödelt. Ich kann dieses Licht, diesen Lichtstrahl vom Leuchtturm von hier aus überall sehen. Es scheint alles zu durchdringen. Auch mich. Die Klinik entspringt nicht meiner Erinnerung und dennoch ist sie realer als alles, was ich hier erschaffen habe. War sie immer da? Das Licht verändert die Dinge. Es ruft, es drängt zurück. Es zieht die anderen an. Sie denken, sie erreichen die Quelle, erlangen zurück, was sie verloren haben. Doch sie wissen nicht einmal, was das ist. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben. Aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken, solange es meine Arbeit nicht beeinflusst. Ich kann in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Endlich hat sich Myra mir gegenüber geöffnet, aber ich bin nun noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint, oder dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Ich sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür Verantwortung trägt. Ja, ich würde sagen, wir spritzen uns erstmal. Und dann geht's weiter. Was? Schon wieder hier? Eigentlich ist das ja eine dumme Frage, dass er schon wieder hier sei. Weil das ist ja normal, dass er hier ist. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Naja. So lange her ist das auch nun wieder nicht. Und es gibt nichts Neues für uns hier. Dann speichern wir einfach mal ab. Oh. Ja, krieg das mal auf die Reihe mit den Tasten, Junge. Und wir machen weiter, wie bisher und wie gewohnt. Kidman? Ah, es könnte jetzt unser Part sein, wo wir jetzt langsam auf die Zusammenkunft wieder treffen. Auf unsere tollen Freunde. Wir werden es sehen. Und vor allem erfahren. Boah. Ist aber ein sehr dickes Glas. Ganz viele
Streichhölzer, die wir gar nicht brauchen. Ich muss schnellstens darüber. Finger weg von hier. Nein, das Spiel stürzt wieder ab. Nein. Da sind wir jetzt mal wieder zurück von The Evil Within. Und wie soll ich es euch erzählen? Das Spiel ist wieder abgeschmiert. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Also... Ich gehe der Befürchtung wirklich nahe, da das jetzt im kurzen Zeitraum passiert. Also das, ich meine, gut, das war die andere Folge, aber ich spiele jetzt ja nicht nur eine Folge und das war's, sondern ich spiele ja schon ein bisschen weiter danach. Und wie gesagt, hier ist es der Fall einfach nur mal, dass einfach das Spiel abstürzt. Also das ist ein bisschen widerlich, was jetzt hier gerade läuft mit The Evil Within. Also ich muss sagen, das gibt einen richtig fetten Minuspunkt alleine deswegen, weil das ja schon mal war in diesem Stil und dass das einfach jetzt fortlaufend weitergeht mit Kapitel 11. Ich finde das nicht in Ordnung. Das zerstört auf jeden Fall den Spielspaß, aber na gut, wir machen einfach jetzt weiter. Also ich merke auch, wie das immer ab und zu mal ganz komisch am Legen ist. Also es macht den Anschein auf jeden Fall, als wäre das komplette Level hier total Schrott. Und ich habe keinen Spaß. Also der Spaß wird weniger auf jeden Fall. Und wir wurden vom Fischstäbchen gefressen. Ja, also nicht nur dazu, dass die komischen Seemonster dazu kommen, die ja eigentlich ganz lustig sind. Soweit. Ich weiß gerade ehrlich nicht, was nerviger ist. Die Abstürze? Die Fische? Oder was auch immer das sein soll, sieht eigentlich eher
quallenmäßig aus. Ah! Hilfe! Da sind zu viele! Ah! Ja. Ja, ja, ja. Es ist klar, dass ich da sterbe wieder mal. Ja, 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 ja. Wenn das Tor sich öffnet, kommen da immer mehr von diesen Viechern? Sieht aus, als wenn's Quallen wären. Hart, aber herzlich. Alle.
Mein Gott, ey, es ist gerade auch sehr spannend und darum sage ich auch gerade nichts. Darum muss ich mich mal... dafür entschuldigen. Aber... naja, was soll's. Nö. Wenn du nicht gekommen wärst. Na toll. Was? Munition alle? Naja. Würde ich mal sagen, gehen wir mal einfach weiter. Oh, nicht wieder so ein Spinner. Kabum! Kabum, kabum, kabum! War das so gut? Hey! Cool! Yay! Schlüssel! Schlüssel! Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich bin gespannt, ob wir für die Magnum mal auch mal wieder irgendwann mal Munition finden. Weil die ist ja wirklich ziemlich lustig gewesen bisher. Aber momentan ist das nicht so. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Seit der Kirche... Du warst bei der Kirche? Ja, Joseph und ich. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Naja... naja, mal gucken, was uns jetzt hier noch erwarten wird. Irgendwas Widerliches muss es ja wieder sein. Irgendwie ist nicht allzu viel in diesen Kisten drin, kann das sein? Okay, da ist eine Tür, da können wir reingehen, wenn wir Lust hätten. Und hier ist ein Abgrund mit viel Wasser. Ja gut, dann gehen wir wohl durch die Tür, dann bleibt uns ja gar nicht mal so viel übrig. Dann machen wir das einfach mal. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Nein, warum? Joseph hatte das, als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeder. Ah! Die grüne Masse. Wir finden davon gerade mal verdächtig viel. Und es wird immer mehr. Hiha. Sebastian, was ist? Bleib weg!
Aha. Guck mal, die Laterne geht durch den Boden durch. Von ihm. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Scheiße. Haha, infizierter du. Oh. Pass auf. Leslie? Leslie, bist du es? Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! Hey! Okay. Leslie? Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend und vor allen Dingen, wenn wir uns wirklich da verwandeln sollten, ja? Dann sollte das sehr interessant werden und dann ist das wieder was Neues. Diese Spielchen fangen an, mich zu langweilen. Oh. Wir sollten hier versuchen, nicht zu schießen, sonst hätten wir ein Problem. Und wir können uns tatsächlich verstecken. Aber vor wem? Hey. Hab ich mir erschrocken. Ah, noch einer. Wirklich? Meine Herrschaften. Das ist gar nicht so einfach. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel?
Oh nein. Ah, hier können wir uns verstecken. Ja. Wow. Ah. Hilfe. Oh Mann, ey. Oh. Ja, dann müssen wir die halt alle mit so einem Stealth-Kill machen. Na toll. Wir haben sie, die Schlüsselkarte, und wir können auch, das haben wir ja gerade gesehen, dieses Ding ausstellen, dieses Gas. Die Frage ist nur, ob wir es jetzt nötig haben, das auszustellen. Oh! Oh! Naja, ich hoffe einfach mal, dass das klappt. Dass wir jetzt zur Tür hingehen können. Ich bin weg. Tschüss. Oh. Endlich raus aus dem Geister. Boah, das war jetzt aber auch ein little bit nervig. Joseph. Ja, ja. Alle rennen sie an dir vorbei. Oder ganz und gar wollen sie dich nicht mehr sehen. Oh, was kommt jetzt? Sieht doch schon wieder aus hier. Ah! Wir können anscheinend uns killen. Aber wir sind so unsere Freunde. Die Wasserwesen. Oh!
Tagebuch von Sebastian Castellanos, August 2012. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Josef und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kidman ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche und ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass es manchmal zum Job gehört, wenn man einem Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch distanziert. Es ist ihr Job zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Textexemplare einer Petrischale ansieht. Ey, so langsam, bin ich in der Verfassung, längere Texte zu lesen. Sie scheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwie sollte ich mal während der Arbeitszeit einfach mal ein Buch lesen. Irgendetwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Josef sagt mal wieder, ich wäre übersensibel. Ich glaube, es ist in sie verschossen. Vielleicht. Jedenfalls muss ich darauf achten, dass ich mich bedeckt halte, wenn sie in der Nähe ist. Bla bla. Genau. Und da haben wir es wieder. Die schöne Musik erklingt. Und wir dürfen wieder. Und wir dürfen eine Zeitung lesen. Ermittler verschwunden. Ermittler im Fall der Serienmorde verschwunden. Identität, Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind in Stocken geraten. Die Polizei dementierte unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Ja, dann wird das Ganze wohl nicht mehr geleitet. Geleitet. Haben Sie etwas vergessen? Ja, meine Tasche zu packen. Und weil wir ja jetzt in dieser Folge einen tollen Schlüssel gefunden haben, dürfen wir ihn nun endlich mal einsetzen. Jawohl, wir dürfen ihn einsetzen. Und zwar hier. Nein, okay. Dann da. Oh. Okay. Mal gucken, mit was wir uns da noch aufbessern können. Es bleibt spannend. Welche Verbesserungssachen es hier noch geben wird, die wir jetzt hier noch aufbessern können. Haben ja doch schon einiges hinter uns. Maximale Sprintdauer, okay, das geht erstmal nicht. Mit dem Bolzen, das finde ich sehr gut. Blendbolzen an sich auch nicht schlecht. Komm. Weil dann können wir die länger schocken. Ja, 13 Sekunden. Weil diese Pfeile verbrauchen auch nicht viele Ressourcen. Das ist ja das Gute an der Geschichte. Aber anscheinend jetzt doch, wenn man sie verbessert. Nein, doch nicht. Die haben doch noch verschiedene Dinger. Okay. Na gut, dann speichern wir wenigstens nochmal ab und dann würde ich sagen, dann war es das auch mit dieser Folge, weil sonst wird diese Folge einfach nur mal zu lang und zu lang soll es auch nicht werden und deswegen war es das mit dieser Folge. Seid dabei in der nächsten Folge. Ciao, ciao.